Ja, hallo mit O, liebe Nördlinge. Der Juli ist rum und deswegen muss ich euch natürlich wieder den Comic Haul zeigen. Diesmal ist es wieder ein bisschen mehr geworden, weil das Ganze hat auch eine kleine Hintergrundgeschichte. Es sollte nämlich eigentlich in Urlaub gehen. Ja, ich hatte Urlaub und wir wollten wegfahren. Leider hat Corona da nicht mitgespielt und wir mussten den Urlaub absagen. Glücklicherweise habe ich das meiste Geld wiederbekommen von der Buchung und ja. Aus Frust ist das dann natürlich in Comics geflossen, aber wir fangen jetzt trotzdem erstmal mit den Rezensionsexemplaren an. I am Nerd. Ganz frisch aus der Druckerpresse habe ich hier nämlich den dritten Masters of the Universe Band, ja, eine Falle für He-Man von der Retro-Fabrik. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er hier angekommen ist und den werde ich auch sehr bald lesen. Vom Splitter Verlag gab es auch ein bisschen was, unter anderem The Me You Love in the Dark. Ja, tatsächlich, so heißt es. Von Scotty Young, das neue Ding. Ist eine abgeschlossene Geschichte, ein bisschen Horror. Bin ich doch sehr gespannt drauf. Auch hier habe ich mich sehr drauf gefreut, nämlich Crossover von Donny Cates. Ja, läuft im Image Verlag. Ist auch eine laufende Reihe. Ja, der fängt jetzt hier mit Band 1 erstmal an. Und ja, da werde ich auch heute auf jeden Fall noch reingucken. Hat bisher am Wochenende noch nicht geklappt, aber das Wochenende ist noch nicht zu Ende und während ihr dieses Video guckt, werde ich wahrscheinlich auf meinem Sessel sitzen und Crossover lesen. Und zu guter Letzt habe ich auch noch Teleportation Inc. bekommen. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, worum es in diesem Splitter-Double geht, aber Teleportation wird sein, da können wir uns sicher sein. Es ist so ein Science-Fiction-Ding. Habe ich auf jeden Fall mal angefragt, hat mich nämlich sehr interessiert. Das war's dann mit den Rezensionsexemplaren. Vielen lieben Dank an die Verlage natürlich fürs zur Verfügung stellen. Ich freue mich da immer sehr drüber. Weiter geht's nun mit Marvel. Da habe ich Heft 49 der Spider-Man-Reihe. Es kann sein, dass 50 auch schon raus ist. Ich war aber jetzt diesen Monat nicht mehr beim Comicladen. Das werde ich jetzt in der nächsten Woche erst wieder machen und da wird einiges auf mich warten und da könnte Heft 50 auch schon dabei sein. Aber das gibt's dann im nächsten Video. Es sind über 90 Seiten, Finale der Kindred-Saga und deswegen 8,99 €. Vorbestellt hatte ich auch X-Men Legends Band 3. Die ersten beiden haben mir wirklich sehr gut gefallen, deswegen habe ich den jetzt auch mitgenommen und der kostet 13 €. Und eine wichtige Lücke, die bei mir noch geklafft hat, habe ich jetzt auch gestopft, endlich mal. Nämlich Civil War. Ist jetzt nicht so, dass es schwer zu kriegen wäre, aber irgendwie hatte ich es noch nicht. Aber da ich jetzt einige Tie-ins hatte, Punisher und der Dan Slott Run von She-Hulk hat ja auch damit gearbeitet, noch so ein paar andere Sachen. Ich dachte, jetzt brauchst du auch endlich mal die Hauptreihe und da habe ich mir jetzt den Wälzer geholt. Der kostet 19,99 €. So, dann gibt es noch ein paar kleine Besonderheiten. Ich habe nämlich hier diesen kleinen Stapel mir noch gekauft. Ich durfte nämlich bei meinem Comicladen mal ins Archiv, wo noch so ein paar alte Boxen mit Dino-Sachen und so standen und alten Panini-Heften. Da durfte ich mal drin wühlen, weil ich ja noch so ein paar Green Lantern-Geschichten und Flash und so gesucht habe. Und da bin ich tatsächlich dann auch ein bisschen fündig geworden. Habe ich unter anderem das JLA Special Nummer 1 mit Green Lantern. Ja, wo es ums Emerald Twilight geht. Ja, also quasi der Start der Dino-Reihe für Green Lantern. Und den muss ich dann natürlich auch haben. Außerdem Special 4 auch mit Green Lantern und Green Arrow. Dann habe ich einmal Showcase Nummer 4 Flash. Das JLA Special 3 mit Flash. Dann von Panini Comics DC präsentiert Nummer 18. Auch über Flash. Und noch zwei Final Night Tie-ins. Einmal Superman Special. Und einmal Batman Nummer 24. Und damit habe ich auch ein paar alte Lücken geschlossen. Das ist doch immer schön. Dann geht es jetzt mit den neueren DC-Sachen weiter. Da habe ich unter anderem Justice League Nummer 7. Der kostet 5,99 €. Und auch natürlich Batman Nummer 63. Auch für 5,99 €. Ja, mit den Batman Paperbacks konnte ich dann auch weitermachen. Wie gesagt, ein bisschen Geld zurückgekommen und Frust gehabt. Habe ich Band 7 und 8, wobei der siebte 18 € kostet und der achte 19 €. Batman Detective Comics 5 und 6, da kostet der sechste 18,99 € und der fünfte 17,99 €. Justice League Paperback Band 3 der Rebirth-Reihe habe ich dann jetzt auch nochmal
Und der kostet 16,99 €. Weitere aktuelle Sachen gibt es natürlich auch noch. Batman und Robin habe ich hier zum Beispiel. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ist Jeff Lemire und Dustin Nguyen. Der kostet 17 € und den werde ich hoffentlich auch bald lesen können. Task Force Z gab es dann auch noch für mich. Ja, wir haben Red Hood und ein paar Schurken-Zombies, die quasi den Joker-Giftgas-Angriff da irgendwie nicht überlebt haben. Ja, da gibt es dann die Suicide Squad der lebenden Toten, wie hinten schön draufsteht. Ich lese das mal vor. Und das Ding kostet 17 €. Joker ist Band 2 raus, da werde ich auch dann in Kürze sicherlich ein Video zu machen. Bin mal gespannt, ob es weiterhin eher das James-Gordon-Serien-Highlight sein wird oder ob es jetzt mal tatsächlich ein bisschen mehr um den Joker gehen wird. War ja die spannende Frage und da werde ich jetzt auch sehr bald mit weitermachen. 19 €. Und nochmal eine dicke Lücke geschlossen, quasi. Nämlich das lange Halloween. Ja, dann musste ich auch mal den dicken Band mitnehmen. Das ist ja ein richtig fettes Teil. Ich weiß nicht, wie viele Seiten der hat. Kostet auf jeden Fall 35 €. Und aus dem Bereich DC Neukäufe zuletzt hier den Joker War als Deluxe Edition, wo die Tie-ins auch alle mit drin sind. Also ist auch ein recht dicker Band im Hardcover. Und der kostet 42 €. Und ja, da habe ich das Ding auch mal komplett. Gibt es ja sonst einen Sonderband und Tie-ins in den einzelnen Serien. Hier sind aber auch noch Sachen drin, die hier, glaube ich, nicht so erschienen sind. Von daher wollte ich den schon mitnehmen. Kommen wir dann jetzt zu den weiteren Verlagen, also alles, was jetzt nicht bei Panini erschienen ist. Und da habe ich wieder ein bisschen Manga eingekauft. Unter anderem hat mich jetzt mal Chainsaw Man endlich interessiert. Da habe ich den ersten Band mir mal gekauft. Der kostet 7 €. Und daran konnte ich nicht vorbeigehen, nämlich Rooster Fighter Band 2. Der erste war schon so krass übertrieben und der zweite, der geht genauso weiter. Also den habe ich natürlich auch direkt gelesen. Sind wieder schicke Postkarten mit dabei, ein paar. Und deswegen musste ich den natürlich auch gleich mitnehmen. Wirklich großartiges Teil von Ultraverse und der kostet 10 €. Dann hatte ich ja Battle Royale angefangen zu lesen und da habe ich jetzt mal hier mit Band 4, 5 und 6 weitergemacht. Die kosten jeweils 14 €. Einen Teil habe ich davon jetzt auch schon gelesen. Geht spannend weiter die Geschichte. Ich meine, grundsätzlich kenne ich sie ja durch den Film, aber den Manga will ich dann jetzt halt eben auch komplett haben. Sind ja auch nicht mehr so viele Bände dann. Was ich nun auch abgeschlossen habe, ist dann eben Akira. Ja, da habe ich mir die letzten beiden Bände dann jetzt auch noch geholt. Die habe ich auch direkt schon gelesen, weil ich habe mir die Ausgaben ja geholt, um einfach nochmal komplett bequem durchlesen zu können. Das sind ja dann nur 6 Bände. Die alten 19 Bände, die es gab, ja, die sind halt, die Bindung, die war früher halt schon nicht so stark. Da sind teilweise die Seiten schon rausgefallen. Deswegen hatte ich mir die dann halt zum Reread nochmal geholt und die kosten 22,90 € jeweils. Und wie gesagt, die habe ich auch schon durch. Da ist mir dann gestern auch noch was in die Hände gefallen, nämlich Alena vom Insektenhaus Verlag. Das ist so ein Horror-Ding, das geht momentan ein bisschen rum. Habe ich jetzt schon bei ein paar Comic-Tubern gesehen und auch auf Instagram. Da wollte ich dann jetzt auf jeden Fall auch mal reinschauen, weil es sah ganz nice aus eigentlich. Kostet 15,95 €. Ich habe dann auch noch ein bisschen was von Manga Cult, also dem Manga-Label von Cross Cult. Unter anderem Demon Slayer 3. Ja, da habe ich, kommen wir zu dem zweiten Band gleich auch noch. Den ersten hatte ich schon gelesen dazu. Serie habe ich einen Teil geguckt und der kostet 10 €. Dann ganz frisch gestern eingekauft Dorohedoro, den Band 7. Ja, die Serie verfolge ich auch sehr gerne, die ist wirklich klasse. Habe ich jetzt noch nicht gelesen, kostet 15 €, werde ich aber sehr bald machen. Habe ich jetzt halt hier dazu gelegt, weil ich es ja noch vorstellen musste, aber der ist diese Woche auf jeden Fall drin. Ja, nachdem ich ja gesagt hatte, dass ich bei JoJo den Hype nicht so ganz nachvollziehen kann, haben mir ganz viele Leute gesagt, ja, das wird noch besser, das ist am Anfang nicht so, aber spätestens ab Part 3 wird es dann ganz toll und super und wunderbar. Und jetzt habe ich gedacht, guckst du noch mal ein bisschen, liest du noch mal weiter, weil es war jetzt halt auch nicht total schlimm, ne? Also es kann, man kann es schon lesen, aber es hat mich halt nicht so richtig abgeholt und begeistert, wie man es von vielen immer hört. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal weiter, habe jetzt den zweiten Band 12 €. Mal gucken, Part 3 kommt ja jetzt, glaube ich, auch schon langsam raus.
Beim zweiten Part sind es, glaube ich, 4 Bände oder so. Hier sind es 3. Ja, da werde ich jetzt erstmal nochmal weitermachen und dem nochmal eine Chance geben. Ansonsten könnte ich die ja vielleicht auch nochmal komplett abgeben. Comics gibt es natürlich auch noch von CrossCult, unter anderem Year Zero Band 2. Ich weiß jetzt nicht genau, ich bin mir nicht sicher, ob der das auch schon abgeschlossen hat oder ob da noch mehr kommt. War jetzt auch okay, den habe ich schon gelesen. Der erste war ja auch okay, nichts Überragendes, aber an Zombies kann ich halt nicht wirklich dran vorbeigehen. Der kostet 22 Euro. Eine meiner Top-Reihen aktuell immer noch ist Once in Future. Ja, da ging es auch wieder weiter mit König Artus und noch einem anderen König Artus. Da ist man sich ja nicht so sicher, wer jetzt der echte König Artus ist. Und die haben sich da ein bisschen untereinander bekriegt. Lancelot war auch irgendwie mit am Start und ja, da wurde zu den Waffen gerufen. Wird es auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu geben. 22 Euro. Was ich noch nicht gelesen habe, ist Undiscovered Country Band 3. Der kostet 22 Euro auch, ist ein bisschen größeres Format. Diesmal geht es, glaube ich, um irgendwelche Superhelden. Ja, die Kollegen kämpfen sich da weiter durch die Ringe. Die ersten beiden fand ich recht gut. Von daher mache ich hier auf jeden Fall auch weiter und bin gespannt, wie es hier losgeht. Den dritten Band von Tebori hatte ich ja schon und jetzt habe ich auch endlich Virus Omega, den dritten Band, bekommen. Ja, sind ja beide von Toledano gezeichnet. Der kostet 18 Euro und schließt, glaube ich, auch die Reihe ab. Muss ich noch lesen, habe ich noch nicht gemacht. Da geht es ja um irgendwelche Außerirdische, die gelandet sind und mal was machen, mal nicht und Endzeit und Überleben. Ja, war auf jeden Fall sehr gut bisher und freue ich mich darauf, den letzten hier auch noch zu lesen. Nachdem ich immer wieder mit mir gehadert habe und das irgendwie immer wieder zurückgeschoben habe, obwohl mich das schon interessiert hat, habe ich mir jetzt doch endlich Kamen gekauft. Das Ding ist richtig schwer, ne? Also ist ein großer Band und irgendwie wiegt der halt ziemlich was. Kostet 35 Euro, thematisiert halt Selbstmord und sowas. Immer wieder hochgelobt von anderen Kollegen. Von daher habe ich mir gedacht, den kaufst du dir dann jetzt doch endlich mal und habe den diesen Monat mitgenommen. Und zu guter Letzt, was die Neuanschaffung angeht, ihr hört es schon ein bisschen raus. Habe ich hier noch vom Schreiber- und Leserverlag Gun Crazy von Steve D. und Jeff. Ja, oder Jeff, ich weiß nicht, wie er genau heißt. Zweite Band, der erste, der war schon so knallermäßig. Ja, das geht so ein bisschen in die Shooting Ramirez-Richtung, völlig abgefahren mit Nazis und was weiß ich nicht alles. Also da ein ziemlich übler Roadtrip und deswegen wollte ich den zweiten Band auf jeden Fall auch haben. Der kostet 24,80 Euro. Ja, in der Tat. Und den wollte ich dann auf jeden Fall auch haben. Ihr habt es schon geahnt. Ich habe auch jetzt ein paar Sachen Gebrauch gekauft. Hat sich allerdings angeboten, war jetzt nicht irgendwie so, dass ich auf der Suche danach war. Ja, der Sohn meiner Freundin quasi, der wollte ein paar Manga loswerden. Und da habe ich ihm dann freundlicherweise, wie ich bin, hier die paar Naruto-Massiv-Dinger abgenommen. Ja, 1 bis 3 hatte ich ja schon, also habe ich jetzt mal 4, ja, 4 bis 14 genommen. Mehr hatte er dann jetzt auch nicht, also er hatte jetzt die ersten 3 noch gehabt, aber die brauchte ich dann natürlich nicht. Ja, die habe ich dann halt für einen ordentlichen Preis ihm abgekauft, sodass wir beide was davon haben. Also zähle ich das jetzt mal nicht zu den ausufernden Gebrauchtkäufen. Aber hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen Lesestoff wieder. Dann gab es aber auf jeden Fall noch eine kleine Ausnahmesituation, die alles entschuldigt, würde ich sagen. Da habe ich jetzt auch nicht so massiv Geld gelassen oder so. Es war Comic- und Manga-Con in Oberhausen und ja, da wollte ich dann endlich mal wieder hin, einfach mal auf eine Veranstaltung zu gehen, auch wenn es eine etwas kleinere war. Aber da kann man halt immer ganz gut gebrauchte Sachen kaufen und auch mal so ein paar Sachen finden. Deswegen habe ich einfach ein paar Geschichten da mal mitgenommen. Unter anderem hier Trinity, ja, Batman, Wonder Woman, Superman, die Rebirth-Reihe habe ich den ersten Band mal mitgenommen, der lag da so rum und lächelte mich an. Ja, kostet normalerweise 16,99 Euro, aber habe ich natürlich nicht dafür bezahlt. Manga gab es natürlich auch da als Comic- und Manga-Con. Und da habe ich eben besagten Demon Slayer Band 2 mitgenommen. Deswegen habe ich mir den dritten dann jetzt auch noch so geholt und habe mir auch mal den ersten Band von Beastars mitgenommen. Soll ja auch gut sein.
wollte ich jetzt auf jeden Fall mal reinschauen, mal gucken, wie mich das so packt und ob das tatsächlich gut ist oder ob ich das gut finde. Ein paar Kleinigkeiten aus dem Splitter Verlag habe ich dann auch noch gefunden, die ich eigentlich auch schon länger haben wollte, aber die mir dann immer irgendwie untergegangen sind. Unter anderem Stumptown Band 1, da habe ich jetzt die erste Folge oder die ersten paar Folgen von der Serie schon gesehen, die ich wirklich nice fand. Und da wollte ich jetzt auch mal den Comic mir angucken. Eigentlich hatte ich den schon damals auf dem Plan gehabt, aber zu der Zeit habe ich halt auch keine Rezensionsexemplare angefragt. Und deswegen ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und da habe ich den dann mal, habe ich die Gelegenheit ergriffen und den auch mitgenommen. Gleiches gilt für Descender. Da habe ich den ersten Band geschnappt, ja, zu einem guten Preis von Jeff Lemire und Dustin Nguyen auch, ne, die ja auch Batman und Robin zusammen gemacht haben, ist halt eine Sache, die ich auch schon lange mal im Regal stehen haben möchte und deswegen fange ich damit jetzt auch an. Es gibt ja auch noch Ascender, sind ja zum Glück abgeschlossene Reihen, da ja, Gelegenheit macht Diebe oder wie man sagt, oder Liebe, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall war die Gelegenheit da. Und ein fettes Teil, was ich auch eigentlich schon länger haben wollte, oder spätestens eigentlich seit Elric, hatte sich verfestigt, dass ich das haben möchte. Nämlich Siegfried, ja, die Gesamtausgabe aus dem Splitter Verlag, wo es um die Nibelungensaga geht, die ja auch eine tolle Fantasy-Geschichte ist, wie ich immer und immer wieder wiederhole. Deswegen habe ich mir den dicken Band jetzt auch nochmal geholt. Der kostet normalerweise auch 39,80 €. Habe ich natürlich auch weniger gezahlt. Und ja, den habe ich dann auch mitgenommen. Es war wieder ein bisschen mehr, wie ihr gesehen habt. Ja, ich bin zwar nicht komplett ausgeartet, aber immerhin ein paar Sachen habe ich gekauft. Und deswegen bleibt mir jetzt an der Stelle natürlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten sind natürlich Daumen und Kommentare gerne gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.